Hallo Freunde, nahtlos geht's weiter mit Nightmares from the Deep. Also für mich nahtlos, für euch sind wahrscheinlich wieder 2 Tage vergangen. Ich habe nur ein kurzes Rauchpäuschen gemacht. Wir müssen in Versteck und Turm. Ich weiß zwar nicht mehr warum, aber wir gehen mal dorthin. Versteck. Und zwar gibt's hier... Oh, wie wunderschön. Es ist ein Bild des Captain und seiner Geliebten. Captain Remington und Gräfin Mary in glücklichen Zeiten. Ob sie wohl zufällig vor dem Schädel stehen? Ich weiß es nicht, aber hier ist noch eine Aussparung für einen Knochenhebel. Kann ich den da wieder mitnehmen? Nö, ich brauche noch einen. Und ein Ohr habe ich. Ich habe ein Ohr, das heißt, das muss in dieses fiese Labor rein, ne? Aber nicht hier. Im Versteck. Das ist hier. Und zwar legen wir das hier hin. Jetzt fehlt noch... Was fehlt denn noch? Die Eidechsen sind so eine Drachenschuppe. Irgendwo muss es ja jetzt wieder was geben, ne? Wollen wir mal gucken. Und zwar in der Augenhöhle. Fahren wir zurück in die Augenhöhle. Man kommt ganz schön rum in dem Spiel. So viel steht mal fest. Und hier wird wieder gewimmelt. Der Knochenhebel, der zweite. Sehr schön. Und zwar brauchen wir einen Käfer. Hier gibt es so viele Knochen. Welches soll jetzt der Hebel sein? Der hier, der hier, der hier, der hier, der da. Okay. Ein Ohrring. Diesmal klicke ich nicht da drauf. Ich habe es in einer der letzten Folgen, ich glaube sogar in diesem Wimmelbildspiel erwähnt. Was mir ein wenig fehlt, ist, ein Erfolgssystem, wie bei den Steam-Spielen beispielsweise. Denn ich bin ein ziemlicher Erfolgsjäger. Die meiste Zeit meines World of Warcraft-Daseins habe ich auch damit verbracht, Erfolge zu jagen. Ich bin also ein kleiner Achievement-Hunter. Und das fehlt mir hier ein wenig, muss ich sagen. Aber ich kann damit umgehen. Wir brauchen einen Stier. Der ist da. Die Silhouette eines Stiers. Und wir benötigen eine Spielkarte und eine Schlange. Die Spielkarten sind hier und die Schlange ist da. Ein Knochenhebel. Und wieder nach oben. Da rein, da rein, da ran. Knochenhebel. Und drücken. Ein Geheimgang. Ein Geist. Was tun diese Geister? Er ist in dieser Urne verschwunden. Neue Aufgabe, Urnen. Mal gucken, haben wir die letzte Aufgabe gelesen? Oh, die Karte. Remington hat in dem Turm dunkle Magie ausgeübt. Ich habe sogar ein merkwürdiges Voodoo-Rezept gefunden, das aus dem Haar einer Jungfrau, Drachenschuppen, einer gespaltenen Zunge und einem abgetrennten Ohr besteht. In dieser Nische wurde Remingtons treueste Crewmitglieder begraben. Er scheint viele seiner Kollegen während ihrer schaurigen Karriere verloren zu haben. Es ist interessant, dass eine der Uhren fehlt und die anderen in den Nischen in den Katakomben vertauscht wurden. Okay, das heißt, ich muss aber erstmal die Urne finden, bevor ich hier etwas tun kann. Aber das kriegen wir schon hin. Hier müssen wir wieder etwas zusammensetzen. Das machen wir. Ah, viel zu einfach, viel zu einfach. Eine Drachenschuppe, ja geil. Wir können Voodoo-Rezepte ausüben, führen und Dingens. Etwas Leuchtendes. Hier gibt es vermutlich ein Schlüsselloch. Massive Türen ohne ein sichtbares Schloss. Wie soll ich sie nur aufbekommen? Wahrscheinlich mit dem Schloss, das du gerade da gesehen hast. Ist aber nur so eine Vermutung von mir, muss nicht unbedingt wahr sein. Wir gehen mal Voodoo machen. Und zwar im Versteck. Nee. Im Turm oben. Zack. Machen wir Voodoo. Und zwar machen wir das. Ein Kreideumriss einer Puppe mit einem Kleid, in der eine Nadel steckt. Ein Schlüssel. Mit dem machen wir Folgendes. Ich habe keine Ahnung. Wir schließen das Schloss auf. Zack. Oh, eine Schlange. Da fehlt eine gespaltene Zunge. Bitteschön.
Das ist mehr als strange. Igitt, die tote Maus ist vom Staub und Spinnweben bedeckt. Ein echter Leckerbissen für eine Schlange. Ja, wenn so eine Schlange mal ihre Spinnweben, ne, dann ist hier irgendwo eine Puppe, wo ich, der ich das anziehen kann. Mal die Schubladen öffnen. Ein Knopf ans Kleid. Okay, das muss ich erstmal blicken. Da ist doch die Puppe. So, hier ist das Kleid. Hier ist noch ein Auge. Hier sind die Haare. Ah ne, erstmal die Schleife dran. Dann da. Ja, das sieht doch gut aus. Der Feinschliff. Du gehörst dahin. Die Nadeln. Der Geist der Voodoo-Puppe fährt in die Flasche, genau wie die Klapper der Schlange. So, hier ist ein quadratisches Loch, da gehört das Ohr rein. Welche Augen brauchen wir? Die beiden? Wir haben ein Voodoo-Rezept. Das dürfte jetzt das Rezept sein, mit der ich die Hand der lebenden Dame wieder zum Leben erwecken kann. Meine ich. Zack. Bitteschön. Und sie regeneriert sich. Die Maden. Und die Maden formen das Triforce. Da-da-da-da-da-da-da. Wo brauche ich das? Wo brauche ich das Symbol? Wisst ihr es noch? Ich weiß es nicht mehr. Hier? Wir gucken mal kurz auf die Karte. Wir brauchen es im Turm. Sie ist weg. She's missing. Someone has taken my daughter. Schon wieder. Oh nein. Das Ekelwimmelspiel mit dem. Mit dem Ekel-Sound. Oh, ich bin. Das macht mich so fertig, dieses Bild. Da ist die Note, da ist der Kürbis. Ich klicke erstmal ein bisschen. Wird schon passen. Ich muss es nochmal machen. Ich sehe hier viele Dinge, die ich anklicken kann. Die aber jetzt noch nicht gehen. Goldfischglocke, Garnspule. Die Garnspule hatte ich doch schon irgendwo gesehen, oder? Da. Eine Glocke. Eine Schere. Das ist eine Glocke. Das ist eine Glocke? Nee, das ist ein Löffel. Wie sieht denn so eine Glocke aus? Zwei Glocken, ein Goldfisch, der ist da. Ein Krebs, eine Vision. Wo kriege ich denn hier eine Vision her? In der Glaskugel kriege ich die Vision. Sie ist mir erschienen. Ein Krebs. Das Sternzeichen Krebs oder was? Gucken wir mal. Nö, ist ein wichtiger. Wo hängt der? Da hängt er. Zweimal eine Glocke. Da ist eine, da ist die zweite. Gott sei Dank. Wir halten einen Holzarm. Ja, den brauchen wir unten. Und zwar im Leuchtturm. Na komm schon. Ist die fertig? Achso, ich muss jetzt die Beine noch in Position bringen. Eine Golddublone, yeah! Die Frage ist, was tun wir nun? Wir müssen einmal in den Turm und in die Krypta. Dann gehen wir als erstes in den Turm. Der ist nämlich gleich hier. Und zwar ist... Ah, das Triforce. Hier war es, genau. Wir finden einen Schlüssel, eine Dublone und einen Text. Pakt mit dem Teufel. Im Austausch gegen Henry Remingtons Seele mache ich der Davy Jones, Teufel des Meeres, ihn unbesiegbar. Solange er meine verfluchte Kette trägt, wird Remington unsterblich sein. Sollte Remington jemals sterben, wird er wiederbelebt, sobald die Kette ihm wieder umgelegt wird.
12 verfluchte Münzen werden den Sicherheitspfand des Pakts sichern. Der Pfand wird in einer Truhe verstaut und von meinem vertrauten Wächter beschützt. Wird der Pfand entfernt, wird Remington wieder zu einem gewöhnlichen Mann, der sich allen Konsequenzen vergangener Taten stellen muss. Davy Jones und Henry Remington haben das Ganze unterzeichnet mit Blut. Davy Jones, der Teufel der Piraten. Gut, wir haben einen Schlüssel und 2 Golddublonen. Der Schlüssel passt hier unten. Ich bin mir recht sicher, denn er passt zur Optik. Jawohl. In die Schatzkammer. Hinein. Ein Porträtteil. Sehr schön. Und hier könnte ich aus den fehlenden Teilen eine Kette herstellen. Aber ich kann noch nichts machen, denn mir fehlt noch irgendetwas. Halt, ich war hier noch nicht fertig. Was bist du denn? Eine Krabbe. Eine große Krabbe. Diese Tür ist unter Wasser. Wie kann ich das Wasser ablassen? Dieser Ständer muss etwas gehalten haben, das Davy Jones verfluchten Kette ähnelt. Gehen wir mal in die Krypta und platzieren das vorletzte Teil des Porträts. Remington's mad. I couldn't stop him as he took my remains from my grave. He's planning to bring me back, but we'll never recover the time we lost. The doors to the underground bay are sealed with a pattern. I wore this pattern all my life. Dies ist da. Okay, jetzt kann ich es wohl zusammenbauen auf der Basis dieser Vorlage. Sehr schön. Someone has taken the body. Oh. Da war er aber zwischendurch mal schnell hier, ne? Der Kollege. Er will das Ritual beenden, aber als erstes hören wir uns ein bisschen der Geschichte an. Hier ist die Münze, mein Freund. Erzähle mir, was passierte. To win Mary's heart, Remington revealed the truth of his origin. Turns out, Remington was a poor nobleman who signed a pact with the infernal Davy Jones. For the price of his soul, Davy made Remington immortal. The all-powerful Remington joined forces with Caribbean pirates and acquired a formidable crew. And now, thanks to Mary, the captain promised to end his pirate career. Ach, das wussten wir schon. Vielleicht kommt jetzt was Neues. The star-crossed lovers planned to marry at once, with all the seas pirates in attendance, to witness their vows to each other. On the eve of the wedding, a military coalition struck the fortress full of defenseless pirates. The Caribbean Sea turned red with blood, and Skull Island became a place of torment. Remington was sentenced to death before Mary's eyes. The young Countess was broken-hearted. Auch dies hatten wir schon erfahren. Erzähl uns was Neues, Freund. Oder nicht, Freund. Weiß nicht. Baron Bannister was claimed victorious for killing Remington and his nefarious crew. The Baron capitalized on his success by forcing his daughter to marry the captain of the Royal Navy. Mary endured a childless and unhappy marriage with the old dull soldier. And when her spouse eventually died, Mary, now a wealthy widow, decided to return to Skull Island. Okay, gehen wir das Symbol zusammenbauen. Wo war das noch? Das war unten in dem Geheimversteck drin, ne? Dort. 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 Und dort. Und zwar brauchen wir die Vorlage. Es scheint, als könnte ich hier aus den Teilen eine neue Kette herstellen. Ja, dann lass mich das doch machen. Du böses Ding. Ich dachte, ich hätte es. Naja, gut, gucken wir. Wir können etwas tun im Turm.
Oh nein, ich ahne, was ich da tun kann. Oh, doch nicht. Oh. Ah, der Fluch ist Dingens hier und so. Die Kette haben wir gebraucht. War mir, hätte mir und sollte auch. Aber egal. Gut, pack mir das dahin. Wir brauchen den Plan. Nicht? Oh. Wir können die zerbrochenen Stücke entfernen. Und jetzt brauchen wir das Ding hier. Ja, sehr gut.